Hey Leute, nächsten Montag werden wieder neue Balance Changes kommen und wir werden uns heute anschauen, was stark wird, was sich verändern wird und natürlich, was ich von den Balance Changes halte. Ich habe das Ganze jetzt lieber hier als Text. Wir sehen schon mal, die Karten sich verändern, die beiden Dragons, Ballon und so weiter. Und ich würde sagen, wir starten hier direkt rein und sehen hier schon mal als erstes den Inferno-Drachen. Beim Inferno-Drachen ist es so, dass er nun eine geringere Range hat. Und zwar geht die Range von 4,0 zurück auf 3,5. Sprich, ich hatte gestern übrigens genau dasselbe Problem mit dieser Range auf jeden Fall. Sprich, er ist in der Tanzeinheit so ein bisschen und hat es eben das Problem, dass er jetzt von nicht mehr ganz so weit weg angreifen kann. Muss also noch ein halbes Welt weiter nach vorne, um die Einheit eben, anzugreifen. Finde ich ganz interessanten Ansatz, macht es auf jeden Fall ein bisschen schlechter, weil es dann eben auch einen Tick länger dauern kann, dass er eben fokust. Oder eben vor allem auch, er ist ein Tick näher auch dran. Also ihr kommt besser an den Inferno-Drachen dran, weil er eben ein Stück näher dran ist. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Beispielsweise beim Elektromagier kann es vielleicht gerade einen Unterschied machen, dass er dann getroffen wird. Außerdem kann man jetzt auch zurückknocken. Das finde ich ganz interessant, finde ich eigentlich jetzt nicht so entscheidend. Dann haben wir die Royal Hawks, also die königlichen Schweine. Bei denen ist einfach die erste Attacke, ich glaube 0,5 Sekunden, habe ich gesehen, schneller. Sprich, die greifen es eben am Anfang direkt eine halbe Sekunde schneller an. Das finde ich eigentlich, muss ich sagen, gut, wird aber nicht so viel ändern, finde ich. Finde ich momentan noch ein bisschen zu schwach einfach. Hätte vielleicht eher mehr Leben, mehr Schaden machen sollen, aber so finde ich den Schweinereiter einfach die bessere Alternative. Nächste Karte, Babydrache. Wird verbessert, 1,6 Sekunden auf 1,5 Sekunden Hitspeed. Das sollten so 7% mehr Schaden pro Sekunde sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Das geht eigentlich in Ordnung, ist schon mal ein bisschen was, macht auf jeden Fall mehr Schaden, trifft schneller, kann eigentlich auch genockbackt werden, zum Beispiel mit einem Feuerball, ist eigentlich auch so ziemlich das Einzige, was mir jetzt einfällt. Feuerball gibt es ja, oder? Ist also ziemlich das Einzige, was knockbacken kann eigentlich. Also dieses Knockbacken wird das, glaube ich, nicht so viel ausmachen. Aber der Hitspeed kann einiges ausmachen, vor allem mit Golem halte ich den Babydrachen wieder für stärker. Ritter wurde letztes Mal verschlechtert vor ein paar Monaten, jetzt wieder verbessert, 5% mehr Schaden. Damit er einfach im Vergleich zum Eisgolem eben eine bessere Karte nochmal ist, finde ich angebracht, wird nicht viel ändern, wird ihn aber auf jeden Fall nochmal etwas stärker machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht schon was ausmachen könnte, weiß man nicht genau. Tesla, sehr interessant. Tesla ist ziemlich nervig, sowohl Ladder als auch in der Challenge wieder ziemlich viel gespielt, ist eine gewöhnliche Karte. Jetzt wird es interessant. Er lebt nun 5 Sekunden langsamer, 5 Sekunden weniger lebt er, sprich er steht nun auch 5 Sekunden kürzer auf dem Feld. Finde ich auf jeden Fall ja, angebracht, ist auf jeden Fall dadurch deutlich, ja, bringt weniger Value. Wenn er eben 5 Sekunden nicht auf dem Feld steht, könnte er eben auch früher wieder reingehen. Und dazu eben auch greift er noch langsamer an. 10% weniger Schaden macht das dann eben auch aus. Also das ist enorm. Ich will nicht übertreiben, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Tester damit aus der Meta rausfällt. Weil 10% Schaden ist enorm und dazu eben auch noch 5 Sekunden weniger auf dem Feld. Das finde ich ein bisschen hart. Ich glaube, der Tester wird, glaube ich, nicht mehr Meta werden, würde ich sagen. Zumindest in der Challenge nicht. Ich würde sagen, Ladder kann man immer noch ganz gut spielen. Bombenturm. Oh, interessant. Okay, beim Bombenturm sehen wir, wir haben nun 4 Elixier statt 5 Elixier dafür. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Das ist ein ziemlich harter Ansatz auf jeden Fall. Vielleicht haben wir noch die Lebenszeit kürzer. Von 40 auf 35 Sekunden. Also genauso wie beim Tesla auch, dass er nicht ganz so lang steht. Und haben Trefferpunkte minus 33%. Ich weiß nicht. Klar, Elixierkosten, ihr müsst euch so vorstellen, Elixierkosten von 5 auf 4 sind ja 20% weniger Elixierkosten. Dafür 33% weniger Trefferpunkte, aber dafür gleicher Schaden. Also auf jeden Fall ein kleiner Buff auf jeden Fall oder sogar ein ziemlich klarer Buff, würde ich sagen. Aber so enorm wird es, glaube ich, nicht auswirken. Ich würde sagen, der Bombenturm bleibt weiterhin zu schwach, wird aber zum Beispiel im Vergleich zum Tesla natürlich deutlich stärker. Nächste Karte, Kanonenkarre, sehr interessant. Kanonenkarre lebt nun... die Kanone, die aus der Kanonenkarre spawnt, lebt nun 10 Sekunden schneller. Muss wirklich sagen, diese Kanone, die gespawnt wurde, nachdem die Kanonenkarre kaputt gegangen ist, die war wirklich völlig useless, die ist viel zu schnell weggegangen. Jetzt lebt die 10 Sekunden länger, kann auf jeden Fall einiges bringen. Dazu wird aus der Kanonenkarre noch etwas schneller die Kanone, okay, finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Und sie ist immun gegen einen Knockback-Effekt. Kanonenkarre finde ich nicht uninteressant, kann man auch auf jeden Fall einigermaßen spielen. Wird, glaube ich, nicht so viel ändern, aber ist auf jeden Fall eine ganz gute Änderung. Ballon kann auch genockbackt werden, ich weiß nicht, was das alles bringen soll. Vermutlich soll es den Feuerball stärker machen, vermute ich mal. Weil das ist eigentlich das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, was die ganze Sache knockbacken kann. In der Luft zumindest. Mir fällt sonst wirklich nichts anderes ein. Also wahrscheinlich kann man jetzt auch sowohl Babydrache, Inferno-Drache als auch Ballon eben mit dem Feuerball zurück knocken. Letzte Karte ist der King Tower. Die haben einfach mal den King Tower angepasst. Auch sehr interessant. Und zwar. Sehr interessant. Die haben jetzt den Schaden des King Towers erhöht.
Finde ich sehr interessant. Also das habe ich jetzt noch nie gehabt, also das, was auf dem Feld geändert wird. Der King Tower fand ich war allgemein wirklich zu schwach. Wenn ich es richtig verstanden habe, macht der King Tower ab jetzt genauso viel Schaden wie der Prinzessin-Turm. Das bedeutet auch, dass wir weniger drei Kronensiege sehen werden. Also dazu gerne auch mal eure Meinung in die Kommentare bei dem Video. Das finde ich jetzt sehr, sehr interessant. Das finde ich echt spannend. King Tower stärker, wahrscheinlich weniger drei Kronensiege, bessere Verteidigung. Weiß nicht, also... Ja, interessant. Man kann nicht mehr so schnell auf drei Kronen gehen. Interessant, ja. Soviel auf jeden Fall zu den Balance-Changes. Insgesamt sehr, sehr viele interessante Änderungen. Tessa schwächer. Vor allem wird besser werden, würde ich sagen. Vor allem natürlich der Ritter wieder. Also es sind keine so allzu großen Änderungen. Die haben eher sehr viele Sachen schwach gemacht. Vor allem der Tessa wird schwach, würde ich sagen. Ansonsten eigentlich keine so großen Änderungen. Ja, soviel zum heutigen Video. Ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.